Ich begrüße euch mal wieder zu einer weiteren Folge von meinen gesponserten Openings, und zwar dieses Mal zum Mechanized Madness, und das Ganze hier ist Maschinenwesen-Support. Holy shit, Freunde, das ist ein sehr altes Thema über Maschinenkarten, die halt einfach nicht so gut waren, muss man sagen. Die Festung war ganz cool, aber der Rest, hätte etwas besser sein können, aber das Ganze hier wird jetzt massiv supported mit diversen neuen Karten, die ich heute vorlesen werde und so weiter. Und ich habe von Konami hier tatsächlich, naja, 8 diese Decks hier bekommen, also mehr als ich brauche tatsächlich. Und ich werde wahrscheinlich auch auf Twitch ein paar davon verlosen. Ich werde heute live sein, deswegen könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Ich werde es verlinken, meinen Twitch-Account. Und ich werde jetzt generell auch häufiger mal live gehen. Das bedeutet, wenn euch das Ganze interessiert, würde es mich freuen, wenn ihr dabei seid. Und ich werde jetzt vermutlich in den nächsten Tagen und Wochen mal so ein paar Decks hiervon verlosen. Und ich habe auch von diesem Shadol-Deck noch ganz viele rumfliegen. Von daher, naja, Konami schickt mir einige Sachen zu. Danke auf jeden Fall an die. Aber auch danke an meinen Sponsor Lotti-Cards natürlich, weil ansonsten hätte ich es da bestellt. Und ihr wisst Bescheid, Freunde, ihr könnt 3x pro Benutzerkonto, aber im Bestellwert von 25 Euro, bei Lotti-Cards im Shop einfach Creepfan eingeben, den Rabattcode. Und dann bekommt ihr einfach halt ein kleines Goodie dazu, zu eurer Bestellung. Je nachdem, was ihr bestellt habt und wie viele bestellt habt, beispielsweise ein Bonus-Booster, eine Packung Höhlen oder so. Und dann könnt ihr euch darüber freuen. Aber gut, ich würde sagen, wir starten direkt mal mit diesem Deck hier. Und ich werde zunächst mal schauen, was hier so drin ist auf der Rückseite. Denn das Ganze hat logischerweise mal wieder einen kleinen Text hier und halt die Kartenliste. Wer sich spoilern lassen möchte, kann sich das jetzt schon durchlesen. Alle Mann zu den Kampfstationen. Die kolossale Armee der Maschinenwesen kehrt mit dem Structure Deck Mechanized Madness zurück, um Rache zu üben. Die Maschinenwesen, die erstmals vor mehr als 10 Jahren erschienen, holy shit, haben sich in dieser Zeit neu gruppiert und tauchen jetzt verstärkt durch eine neue Welle von Unterstützung für ihr Arsenal erneut auf. Ja, was soll ich sagen, Freunde, das Deck hier ist logischerweise nicht Top-Meta oder so, es ist halt nur Maschinenwesen. Aber ich finde es cool, dass halt mal so ein altes Thema hier ein bisschen Liebe bekommt, beziehungsweise so ein kleines Nebenset, so ein kleines Deck, was man sich kaufen kann. Und ich würde sagen, für Fun-Deck-Spieler ist es auf jeden Fall eine günstige, schöne, kleine Sache, die man sich holen kann. Wie auch immer, wir starten direkt mal, ich mache das Ganze oben auf, denn ich weiß mittlerweile, dass man innen drin die Lasche einfach rausreißen kann. So, und zwar ist hier immer, ich hasse es, so eine kleine Lasche drin, die, naja, alles blockiert beim Karten rausholen und so. Es macht irgendwo Sinn, weil logischerweise dann das Deck nicht rausfallen kann, aber es ist ein bisschen nervig und man muss es quasi innen drin kaputt machen dann. Oder man öffnet es unten, was aber hässlich aussieht. Ich mag das nicht, ihr wisst das. Eines Tages wird es mal geändert vielleicht, würde mich freuen. So, da haben wir das Deck. Ich würde sagen, ich lege mal 2 Stück hier so ein bisschen ins Bild, damit ihr das Ganze so ein bisschen weiterhin sehen könnt. Ich finde es ja ganz hübsch. Da haben wir das Deck und hier haben wir logischerweise, naja, das ganze Unterlagengedöns. Ihr wisst Bescheid, da ist mal wieder so eine kleine Papier-Spielunterlage dabei. Ist auf jeden Fall schick gehalten mal wieder. Ich mag es ja eigentlich ganz gern, dass sie dabei sind, aber in der Praxis benutzen es eigentlich nur Anfänger. Normale Leute haben logischerweise eine richtige Matte, ja, weil das hier verknicken kann und so. Aber es ist trotzdem schön, dass es dabei ist und auf der Rückseite ist wieder Werbung für ältere Sets und so weiter und für ein, zwei kommende Sachen. Naja. Da würde ich sagen, gucken wir mal, was dieses Deck hier zu bieten hat. Und ich werde die neuen Karten auch vorlesen. Habe ich zumindest geplant. Zack. Und ich habe auch schon 2 weitere Decks ausgepackt tatsächlich, die ich hier links und rechts neben dran habe. Dann können wir nachher mal schauen so ein bisschen, wie viele gute Karten bei hängen bleiben, wenn man das Ganze sich 3x kauft. Weil die meisten Leute werden es wahrscheinlich direkt 3x holen. Ist ja bei diesen Decks hier normalerweise recht sinnvoll. Wir starten mit der Ultra Rare, Maschinenwesen Zitadelle, das neue große Bossmonster. Die Karte hier ist Stufe 10, was schon krass ist, und die Karte hier kann folgendes. Kann nicht als Normalbeschwörung beschworen oder gesetzt werden, muss durch einen Karteneffekt als Spezialbeschwörung beschworen werden. Interessant. Schnelleffekt, du kannst ein Maschinenmonster auswählen, das du kontrollierst, zerstöre das Maschinenmonster und alle Monster mit weniger oder gleich viel ATK, die dein Gegner kontrolliert, also eine Art Massenremoval, aber es geht noch weiter. Falls ein oder mehr offene Erde-Maschinenmonster, die du kontrollierst, außer Maschinenwesen Zitadelle, durch Kampf oder einen Karteneffekt zerstört werden, solange sich diese Karte hier im Grave befindet, du kannst diese Karte hier als Spezialbeschwörung beschwören. Du kannst jeden Effekt von dieser Karte hier nur once per turn einsetzen. Ich muss sagen, die Karte hier ist logischerweise nur kompliziert beschwörbar, ist aber bei dem Thema hier durchaus machbar, also nicht allzu schwierig. Und es ist schön, dass halt eine weitere Bossmonster-Karte existiert. Und es gibt einige Möglichkeiten, die Karte hier auch recht konstant rauszubekommen. Also Bullshit ist sie nicht, aber sie ist logischerweise auch nicht broken, ne? Für so eine Maschinenwesen-Karte hätte man auch was Besseres rausbringen können, also was noch Spielstärkeres. Aber ich würde sagen, es ist schon mal ganz nett. Aber gut, Freunde, ich würde sagen, wir machen mal weiter mit der nächsten Karte. Und zwar mit der Karte Maschinenwesen-Lagerübernahme. Alles klar, ein Stufe 4 Monster mit 1600 und dem Effekt.
Falls diese Karte hier als Normal- oder Spezialbeschwörung beschworen wird, du kannst eine Maschinenwesenmonster in deinem Friedhof auswählen, außer dieser Karte hier, beschwöre es als Spezialbeschwörung in die Verteidigungsposition, also auch beispielsweise, naja, die Karte hier, wäre möglich, die Zitadelle. Aber seine Effekte können leider in diesem Spielzug hier nicht mehr aktiviert werden, was wirklich unnötig ist, aber okay. Du kannst ein anderes Maschinenwesenmonster, das du kontrollierst und eine Zauber der Falle, den oder die dein Gegner kontrolliert, wählen, gib sie auf die Hand zurück. Du kannst jeden Effekt von dieser Karte hier nur once per turn einsetzen. Man muss halt sagen, ich verstehe nicht, warum die Karte hier nur die Backrow bouncen kann. Wieso nicht schießen? Wäre das zu broken gewesen? Also ich finde es halt blöd, dem Gegner beispielsweise eine Fallenkarte wieder auf die Hand zurückzugeben. Der kann sie nächste Runde wieder setzen und dann mich wieder damit nerven. Klar, für den Moment ist sie weg, aber das ist einfach, wie ich finde, nicht so gut, wie es sein könnte. Und sich dafür eigene Karten bouncen zu müssen, ich weiß nicht so recht, muss ich sagen. Also die Lagerübernahme finde ich jetzt nicht so krass und wie gesagt, die Zitadelle war auch schon nicht so broken. Ne? Ihr wisst Bescheid, die meisten Fun-Decks bekommen, wenn sie Support bekommen, nur so okaye Karten und ich glaube, das ist hier immer wieder der Fall. Aber ich will nicht zu früh urteilen, es gibt ja noch mehr Karten. Beispielsweise die Karte Maschinenwesen Luftangreifer, die ich sehr cool finde, so drohnenmäßig, gefällt mir. Das ist auch ein weiteres großes Monster mit dem Effekt. Du kannst ein anderes Maschinenwesenmonster abwerfen, beschwöre diese Karte als Spezialbeschwörung von deiner Hand. Das ist eine ganz normale Maschinenwesenmechanik, von daher, es konnte die Festung damals auch beispielsweise, die wir gleich noch sehen werden. Während des Spielzuges deines Gegners, Schnelleffekt, du kannst ein Maschinenmonster auswählen, das du kontrollierst, beschwöre ein Maschinenwesenmonster mit einem unterschiedlichen Namen und der gleichen oder einer niedrigeren Stufe als das Monster als Spezialbeschwörung von deinem Deck. Und falls du dies tun solltest, naja, zerstöre das als zielgewählte Monster. Ist halt auch mal wieder so meh, aber okay. Du kannst jeden Effekt von dieser Karte hier nur once per turn einsetzen. Es ist auch alles once per turn, ne? Also das Ganze kann auch nicht beispielsweise in großen Kombos geloopt werden oder so. Ich weiß nicht, also die Effekte hier sind wirklich klein gehalten. Klar, es ist mal wieder eine Special Summon, was gut ist, macht das Ganze auch konstanter. Aber du verlierst auch wieder Ressourcen daran. Es ist alles so, ja, ich weiß nicht so ganz. Ich denke, am Ende des Tages wird dieses Deck hier nicht viel stärker werden. Klar, ein gutes Stück weit, aber es wird nicht irgendwie in den gehobenen Rogue-Bereich kommen oder so. Ich kann es mir fast nicht vorstellen. Aber naja, es geht noch weiter. Jetzt kommen wir zu einer sehr guten Karte, und zwar zu der Karte Maschinenwesen Umverlegung. Und das ist eine normale Zauberkarte mit dem Effekt. Aktiviere einen dieser Effekte, wirf eine Karte ab, füge deiner Hand zwei Maschinenwesen-Monster mit verschiedenen Namen voneinander von deinem Deck hinzu. Eine Double Search, holy shit. Oder wirf eine Maschinenwesenkarte ab, füge deine Hand zwei Maschinenwesenkarten mit verschiedenen Namen voneinander von deinem Deck hinzu. Außer dieser Karte hier. Also man kann dann beispielsweise auch Zauber- und Fallkarten suchen. Die Karte hier ist eine richtig gepowercreepte, krasse Suchkarte. Auch wenn man eine Karte abschmeißen muss, es ist eine Double Search. Das hat fast kein Thema im gesamten Spiel. Sehr, sehr gut. So müssen die Effekte aussehen bei einem Fun-Deck, wenn man das supporten sollte. Weil das hier ist wirklich was Besonderes, was das Deck anheben kann. Das hier ist nur Standard heutzutage. Naja, aber das ist auf jeden Fall nett. Wird auf jeden Fall dreimal Staple sein in jedem Deck dieser Art, wahrscheinlich. Weiter geht's mit der Karte Unautorisierte Reaktivierung. Und das ist eine Quickspell und das ist auch die letzte Super Rare, soweit ich weiß. Wähle ein Maschinenmonster, das du kontrollierst, rüste das Monster mit einem geeigneten Maschine-Unionsmonster von deiner Hand oder deinem Deck aus. Aber das Unionsmonster, mit dem du es ausgerüstet hast, kann diesen Spielzug nicht als Spezialbeschwörung beschworen werden, damit diese Karte hier nicht beispielsweise als Engine genutzt werden kann in jedem Deck oder so, wäre ja blöd. Du kannst nur einmal diese Karte hier pro Spielzug aktivieren. Ist auch mal wieder nett, aber ganz ehrlich, Freunde, das Thema an sich hat jetzt nicht so krasse Unionskarten, ne? Die sind nur okay, beziehungsweise teilweise sogar schlecht. Mal wieder keine so krasse Karte. Aber gut, das sind so ein bisschen die Holo-Karten. Ich muss sagen, die wurden auch gut ausgewählt, also da sind einige schöne Sachen dabei. Aber am Ende des Tages ist es halt nur Fun-Support letztlich. Aber jetzt kommen wir zu den ganzen Common-Karten. Und da starten wir mit der Karte Maschinenwesen Verstrahler. Und die ist, soweit ich weiß, auch neu. Das ist ein Stufe 8 Monster. Mit dem Effekt, du kannst ein anderes Maschinenmonster abwerfen. Beschwöre diese Karte als Spezialbeschwörung von deiner Hand. Wie gesagt, Freunde, das ist ganz normal für das Thema. Du kannst ein Maschinenmonster auswählen, das du kontrollierst. Beschwöre ein Maschinenwesen-Monster mit einem unterschiedlichen Namen und der gleichen oder einer niedrigeren Stufe als das Monster als Spezialbeschwörung von deinem Friedhof. Und falls du das tun solltest, zerstöre das als zielgewählte Monster. Du kannst jeden Effekt von dieser Karte hier nur once per turn einsetzen. Kommt einem bekannt vor, oder? Es ist interessant, dass man hier so ein bisschen die Effekte variiert hat, aber dieses aus dem Grave-Special kann natürlich auch wieder interessant werden für einige Kombos und so. Also, die Karte ist nicht Bullshit, keine Frage.
aber die ist halt alles andere als broken. Das muss man dazu sagen. Aber wie auch immer, die ist, soweit ich weiß, auch neu. Aber jetzt kommen wir mal zu den Klassikern, beispielsweise zu der Karte Maschinenwesen Festung. Und ich werde alle spielstarken Karten bzw. guten Karten von dem Thema oder von dem Deck hier generell hier hinlegen und die spielschwachen Karten rechts auf einen Stapel. Und dann schauen wir mal so ein bisschen, wie viele schlechte Karten dabei sind. Maschinenwesen Festung ist logischerweise sehr gut, das ist so ein bisschen die beste Maschinenwesen-Karte, die es halt damals gab. Das war das alte, große Bossmonster, würde ich sagen. Sehr, sehr spielstark, spielt man auf jeden Fall 2-3 Mal, ist klar. Dann haben wir Antriebsrahmen, das ist so ein bisschen der Stratos des Themas, also die Suchkarte, prima Karte, 3-mal Staple, ist denke ich klar. Dann haben wir Maschinenwesen Friedensstifter und das ist halt ein Unionsmonster, was okay ist. Ich lege es raus, es ist auf jeden Fall nicht deplatziert und wie gesagt, Freunde, Union wurde hier auch supported. Aber naja, es gibt halt in modernen Decks bessere Karten. Was ich aber gar nicht schönreden kann, ist das hier. Maschinenwesen Streitmacht, also bin mir nicht sicher, ob man diese Karte hier irgendwie gut nennen kann. Man kann ihre Kosten, soweit ich weiß, umgehen mit einer Karte, die wir gleich noch sehen werden. Aber es ist halt einfach wirklich bedenklich. Du beschwörst hier quasi über folgende Karten. Moment, die kommen gleich erst, okay. Dann will ich kurz 2-3 Karten vorskippen, machen wir es so. Du beschwörst hier über 4 Karten diese Streitmacht, und zwar über Maschinenwesen Soldat, Maschinenwesen Scharfschütze, Maschinenwesen Verteidiger und Kommandant Convington. Und dann kannst du halt aus diesen 4 Karten mehr oder weniger die Streitmacht beschwören, die dann 4600 hat und die kaum Effekte hat. Es ist so schlecht, wirklich so unfassbar schlecht, also da hätte mehr Support für diese Kartengruppe im Thema kommen müssen, um das Ganze irgendwie relevant zu machen, soweit ich weiß. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt irgendwie in dem Thema noch Staple ist. Wenn doch, berichtet mich in den Kommentaren. Aber wie gesagt, Freunde, wir werden uns gleich mal eine Karte durchlesen, die das Ganze hier vielleicht günstiger machen könnte. Vielleicht wird es dann interessant, wir schauen mal. Weiter geht's mit der Karte Maschinenwesen Megaform. Die gab es, soweit ich weiß, auch schon, von daher nichts Neues. Und die Karte hier ist auf jeden Fall ein Klassiker, und zwar die Maschinenwesen Kanone. Ein Schiff 8 Monster mit 4 Defense, alles klar. Und jetzt kommen wir so ein bisschen halt zu den, naja, Support-Karten, die generische Tech-Choices sind und so weiter. Beispielsweise Jisukiru. Was soll ich sagen, Freunde? Ein Maschinen-Kaiju. Prima Support hier, ist wirklich sehr gut. Ja, Kaijus kann man nie genug haben, ist denke ich klar. Prima Karte. Dann haben wir Schneepflug Extra Flot. Die Karte ist Bullshit, die wird heutzutage keiner spielen. Dann haben wir Genex-Verbündeter Vogelmensch. Ist interessant, die Karte ist noch auf der Bandlist und ist die Loops bekannt und so. Aber warum die jetzt hier drin sein muss ich sagen, verstehe ich nicht so ganz, weil wir haben hier kein Synchro-Monster drin oder so. Also ich finde es ein bisschen merkwürdig. Ich lege es jetzt eher mal auf den uninteressanten Stapel, weil ich weiß nicht so ganz, was die Karte hier zu suchen hat. Was aber auf jeden Fall gut ist, ist die Karte Schrott Recycler für einige Decks, weil man kann hieraus eine Engine machen, die sich sehen lassen kann. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr krass. Dann haben wir Drehkraft Abstimmgetriebe. Ist jetzt auch nicht so interessant, würde ich sagen, auch wenn es Union ist. Halte ich jetzt nicht so viel von. Aber wovon ich durchaus viel halte, sind diese beiden Karten hier. Rechtshänder-Schraubendreher und Linkshänder-Schraubendreher. Und die sind einfach eine Engine für viele, viele Dinge. Sehr, sehr praktisch. Über Rechtshänder bekommst du Linkshänder und kannst dann logischerweise tolle Sachen mitmachen. In beispielsweise Synchrodex und so weiter. Die Karte hier ist ein Tuner. Sehr, sehr cool. Und die Karte kann auch theoretisch Tributvater sein. Ich denke mal, das ist hier die Intention, wie auch immer. Auf jeden Fall kann man die beiden Karten hier durchaus rauslegen. Die sind spielstark. Dann haben wir Büroboter 001, 003. Was die hier zu suchen haben, verstehe ich nicht so ganz, aber okay. Wobei, wenn man die Karte normen sollte, kann man die Karte hier special vom Deck, ne? Wahrscheinlich soll es auch Tributvater sein. Nehme ich jetzt mal an. Finde ich aber nicht so gut tatsächlich. Also die Karten würde ich hier nach rechts legen tatsächlich. Naja, dann haben wir einige weitere Supportkarten hier noch bei den Zauber- und Fallenkarten. Wir starten mit der Karte Maschinenwesen Verteidigungslinie. Die Karte hier ist permanent. Solange du dein Maschinenmonster der Stufe 7 oder höher kontrollieren solltest, können Monster deines Gegners Maschinenmonster der Stufe 6 oder niedriger, die du kontrollierst, nicht als Ziel wählen für Angriffe. Außerdem kann der Gegner sie nicht als Ziel für Karteneffekte auswählen. Das ist gut. Falls ein oder mehr offener Maschinenmonster, die du kontrollierst, durch Kampf oder einen Karteneffekt zerstört werden sollten, du kannst ein Maschinenmonster in dein Friedhof auswählen, füge es deiner Hand hinzu. Du kannst diesen Effekt von dieser Karte hier nur once per turn aktivieren. Es gibt bessere Karten. Es sind Schutzeffekte, aber die starken Monster bleiben halt anfällig und dann macht der Gegner halt erst die platt, ne? Also ich weiß nicht. Aber wenn Karten von dir sterben sollten, bekommst du eine Surge, was logischerweise gut ist, beziehungsweise ein Recycle. Es gibt besseres, keine Frage, aber für Maschinenwesen ist es, denke ich, vollkommen okay. Dann haben wir Maschinenwesen Panzereinheit. Ich weiß gerade nicht, was die Karte kann, von daher muss ich kurz durchlesen.
Once per Turn, wenn ein Maschinenmonster durch Kampf zerstört und auf deinen Grave gelegt werden sollte. Du kannst ein Maschinenmonster, das dieselbe Eigenschaft und weniger ATK als das zerstörte Monster im Grave hatte, als Spezialbeschwörung von deinem Deck beschwören. Ah, okay. Scheint wichtig zu sein für das Thema. Okay. Dann haben wir Eiserner Ruf. Das ist so eine Art Monster Reborn, könnte man sagen. Von daher kann man, denke ich, auch rauslegen. Ist eine solide Karte. Und dann haben wir Eisernes Ziehen. Ja gut, ist eine Draw Engine. Ist auf jeden Fall auch nicht peinlich. Aber jetzt kommen wir zu der Karte, die interessant wird. Und zwar Magnetische Umkehr. Und diese Karte hier war gedacht tatsächlich für halt einfach die Elektromagnetkrieger. Die ja beispielsweise Valkyrion haben. Ein Monster, was man halt nicht normeln kann. Was aber viel ATK hat. Und diese Karte hier kann tatsächlich Folgendes. Wähle eines deiner Maschine oder Felsmonster, das verbannt ist oder sich in deinem Grave befindet und nicht als Normalbeschwörung beschworen werden oder gesetzt werden kann, beschwöre es als Spezialbeschwörung. Dann kann man doch theoretisch hier die Streitmacht holen, oder? Also, ich bin sie gerade nicht mehr. Ist ein bisschen vergraben worden unter den anderen Karten. Wo bist du denn? Ganz unten scheinbar. Da ist es. Hilfe. Sie zeigt sich nicht. Aber wo habe ich sie denn hingelegt? Hier ist sie. Also die könnte man dann theoretisch holen, oder? Oder kann die nicht anders gespecialt werden? Muss durch Kommandant Kommiktor als Spezialbeschwörung beschworen werden? Ich weiß nicht, ob man die Karte damit holen kann, ehrlich gesagt. Ihr könnt es mir gerne mal in die Kommentare schreiben. Aber selbst wenn, ich muss sagen, die Streitmacht ist trotzdem nicht krass. Also, ich weiß nicht so ganz, warum die hier drin ist. Ich meine, okay, es gehört zum Thema, aber es ist halt nicht so gut. Wie auch immer, Magnetische Umkehr, würde ich sagen, ist trotzdem eine nette Karte. Schön für die Sammlung und so weiter. Und vielleicht kann man es ja doch einbauen. Begrenzter Entferner ist, denke ich, klar für OTKs und so. Ist spielstark. Wir haben Geschwisterbund. Sehr, sehr coole Karte. Ist halt hier mal wieder interessant, keine Frage. Und kann wirklich viel Spam betreiben. Es ist generell eine Powerkarte. In vielen Decks ist das hier manchmal auf der Insta-Win, beziehungsweise dann kann man halt die besten Plays machen, wenn man die ziehen sollte. Dann haben wir Topf der Trägheit. Guter Reprint, kann man gerne machen. Ist eine coole Karte, auch wieder für die Draw-Power. Aber hier halt nicht so gut, würde ich sagen. Dann haben wir Kosmo-Zyklon. Wobei, man legt hier viele Monster in den Grave, ne? Und schmeißt die ab und so. Vielleicht ist es doch ganz nett sogar. Kann man sich drüber streiten. Kosmo-Zyklon ist gut, keine Frage. Guter Reprint. Dann haben wir Nachschubtrupp. Da muss ich sagen, ganz ehrlich, nein. Die war zwar mal nett in einigen Fun-Decks damals, aber mittlerweile nicht mehr. Aber jetzt kommen wir zu den Fallenkarten. Und dann haben wir zunächst mal Maschinenwesen Turbo. Wähle ein Maschinenmonster, das du kontrollierst, beschwöre ein Maschinenwesenmonster mit einem unterschiedlichen Namen als Spezialbeschwörung von deiner Hand oder deinem Deck. Und falls du dies tun solltest, zerstöre das gewählte Ziel, also das Monster, was man gewählt hat. Du kannst diese Karte von deinem Grave verbannen und dann drei deiner Maschinenmonster wählen, die verbannt sind oder sich in deinem Grave befinden. Mische sie in dein Deck, dann ziehe eine Karte, so Topf der Trägheit mäßig, interessant. Du kannst nur einen Effekt von dieser Karte hier pro Spielzug aktivieren und in dem Spielzug nur einmal. Ist halt wirklich mal wieder sehr balanced geschrieben. Ich weiß ja nicht, aber es ist immerhin die neue Supportkarte. Dann haben wir Cyber-Beschwörungssprenger, eine Random-Burn-Karte, die unfassbar schlecht ist, also die ist wirklich peinlich. Dann haben wir Back to the Frontlines, direkt zweimal lustigerweise hier drin. Ist nett, ist so eine Art Call of the Hunted in besser, von daher kann man gerne machen. Und die meisten Monster hier haben ja sogar große Defense-Werte, von daher macht schon Sinn. Fallentrick ist sehr, sehr gut, keine Frage. Sehr gute Karte, guter Reprint. Hinfort Schurke finde ich etwas random. Und wir haben Solemn Strike als kleines Highlight noch hier zum Abschluss. Das ist natürlich eine prima Kamen, keine Frage. Sehr, sehr spielstark. Naja, ich muss sagen, hier ist noch ein bisschen Werbung. Das ist nicht so interessant. Aber wir haben hier generell durchaus sehr, sehr viele gute Karten. Ihr seht schon, Konami macht aktuell diese Decks hier sehr stabil. Wir bekommen hier nur wenige schlechte Karten. Das hier würde ich als schlecht bezeichnen. Das ist nicht viel vom Deck, muss ich sagen. Es sieht viel aus, keine Frage. Aber es liegt vor allem halt an dieser Kartengruppe hier. Wenn man die noch irgendwie integrieren könnte, wäre es besser, aber ganz ehrlich, Kann man hier was über Geschwisterbund machen? Vielleicht, ne? Ja doch, ich glaube schon. Aber es ist trotzdem nicht gut. Nee, ich will es nicht schönreden. Die Streitmacht ist keine tolle Kartengruppe. Ich würde mich eher auf den neuen Support konzentrieren an eurer Stelle. Aber wenn man das Ganze hier dreimal kaufen sollte, ich habe hier noch zwei weitere Decks ausgepackt, wie gesagt, vorher, dann kann man hier durchaus einige schöne Staples auch rausziehen, ne? Wenn ihr beispielsweise das Ganze hier kaufen sollte, dreimal, habt ihr einfach mal ein Playset Solemn Strike, was logischerweise prima ist. Also das ist natürlich für die meisten Decks eine gute Sache. Ihr habt auch ein Playset Cosmic Cyclone. Ihr habt dreimal Kaiju, also dreimal Jizukiro auf jeden Fall. Das Ganze ist schon gar nicht mal so übel. Also für Fun-Deck-Spieler würde ich sagen, ist das hier generell gut. Und für etwas competitivere Spieler, die können sich halt hier so ein bisschen, naja, die ganzen Staples wieder rausziehen. Ich würde mal sagen, das Solemn Strike wahrscheinlich... Ich habe jetzt nicht auf die Preise geschaut, aber
halb so viel kostet wie das ganze Deck. Könnte ich mir fast vorstellen. Das ist ja oft so, wenn halt ein mittelmäßiges Deck erscheint mit einem guten Reprint. Und das ist hier auf jeden Fall wieder der Fall. Klar, wir haben noch mehr gute Reprints, aber ich denke mal, Solemn Strike ist hier so ein bisschen das Highlight. Die Karte ist ja immer teuer. Ansonsten, was den neuen Support angeht, der könnte besser sein. Ich denke, das ist kein Geheimnis. Der ist jetzt nicht so insane, aber er könnte auch peinlicher sein. Also wir haben schon schlimmere Supportwellen gesehen, beispielsweise bei den Motten und so. Die sind ja immer noch komplett unspielbar. Das ist, würde ich sagen, jetzt ein lustiges Fun-Deck. Wie auch immer, eure Meinung hierzu gerne in die Kommentare. Denkt auch bitte an meinen Sponsor Logic Cards. Ihr könnt, wie gesagt, einfach so ab einem Bestellwert von 25 Euro, dreimal pro Benutzerkonto, meinen Rabattcode eingeben, CreepFan, genauso geschrieben wie der Kanal. Und da bekommt ihr einfach so halt ein kleines Goodie zu eurer Bestellung dazu. Und ansonsten auch Dankeschön natürlich an Konami für dieses große Sponsoring hier. Und ich werde wahrscheinlich diese ganzen Decks hier, die ich noch rumfliegen habe, irgendwie verlosen oder so in Streams, kann ich mir gut vorstellen. Und wie gesagt, Freunde, wenn ihr das hier seht, bin ich gerade wahrscheinlich live. Das bedeutet, klickt mal auf den Twitch-Link. Dann würde ich sagen, bis bald. Ciao und wir sehen uns dort.